Und damit hallo und herzlich willkommen zur 23. Folge des Evoland 2 Let's Plays, wo wir gerade eben in der letzten Folge, während mein Timer auf dem Handy nicht startet, hier unten an dieser Druckplatte waren und festgestellt haben, wir kommen da nicht nach unten, also wir erst alle anderen finden müssen und jetzt auf dem Weg dahin sind. Und wir waren schon überall außer hier oben und hier teilt sich der Weg auch nochmal in zwei Richtungen. Okay. Ach du Kacke. Ich brauche dringendst Kinder ist dran heilen. Auf Dickwaren. So, Velvet macht auf jeden Fall Schub. Magie, Schub auf Dickwaren. Sehr schneller angreifen kann. Dann würde ich sagen, tun wir Velvet einmal aufladen. Während Fina Magie heilen heilt, und zwar Velvet. Die geht auf. Dickmann greift an. Habe ich im Dunkeln angegriffen, das war natürlich nicht so clever. Fina kann auch mal noch einmal angreifen. Velvet perfekt, so die schießt hier oben hin. Oh, der geht genau in dem ins Licht aus. Fina heilt jetzt wieder. Magie heilen. Dickfand. Das sieht ja schon nach einem schwierigeren Kampf aus. Fina darf jetzt jede Runde heilen. Velvet haut jetzt nochmal Schub raus auf sich selber. Magie, Schub auf sich selber. Auf Velvet. Ich würde sagen, Velvet macht man auch noch Schub auf Fina. Obwohl, nee, erstmal mache ich mit Velvet wieder Schub auf Dingens, auf Dickwaren. Heilen auf jeden Fall. Und zwar sich selber heilen. Fina einmal stürmen. Dickwaren greift an. Da haben wir bis auf, dass wir sehr viel heilen mussten. Sieht das Ganze eigentlich ganz gut aus. Ich habe übrigens gerne hochgehalten Leute, deswegen heile ich immer sofort den Heiler zuerst hoch, weil wenn der stirbt, ist es nicht mehr möglich, den Rest hochzuheilen. Ihr habt 75 Erfahrungspunkte und 6 XP. 6 Gold. Und es war am Ende doch leichter. 4 von 5. Und hier ist der letzte, der auch nochmal eine Druckplatte hat. Ah, die wird bloß nicht ausgelöst. 5 von 5. Notregenerator activated. Ja, das Licht ist wieder an. Alarmstufe ist jetzt 0. Sicherheitsmaßnahmen werden deaktiviert. Endlich! Dieses chaotische Gekämpfe ging mir langsam auf die Nerven. Was ist mit dir, mit euch, Dickwaren? Nein, mir hat's gefallen. Aber einige von ihnen scheinen immer noch ihren Zweck zu erfüllen. So, bevor wir jetzt nach da oben gehen, rennen wir erstmal nach unten. Logischerweise. Wir wollen ja wissen, was da Tolles ist. Auch wenn ich glaube, hier ist nichts Besonderes. Grüne Pampe. Nein, Reno, ihr habt jetzt 5 von 61 Karten. Ja, schön. Ich habe eigentlich keinen Bock auf dieses Kartenspiel. Bin ich ganz ehrlich. Ich hätte es nicht irgendwie... Naja. Ihr habt ja schon mitbekommen, dass ich keine Lust habe, mich mit dem Kampf mit Kartenspiel auseinanderzusetzen auf lange Zeit. Und ein Speicherpunkt. Hier geht es nach rechts. Hier ist nichts. Werden hier Monster ausgelöst? Natürlich nicht. Okay, also wir müssen irgendwie hier lang. Ist das was? Nö. Oh,
Schon 3 Jahre alt, hilft jetzt schon gerne ab und zu seinem Papa aus. Zugriff verweigert, Sicherheitsstufe 5 aktiviert. Aktivieren, so was ist das hier? Zugriffsanfrage für eingeschränkten Bereich 1 wird verifiziert. Turning-Test wird initialisiert. Oh nein. Wir spielen ernsthaft das erste Spiel, was es jemals gab. Okay, das ist aber irgendwo lustig. Scheiße. Es hat gerade kurz geruckelt bei mir. Es ist schwierig, die Dinger so zu treffen, dass sie auch mal irgendwie so fliegen, dass er sie nicht trifft. Okay. Oh, jedes Mal das Gleiche. So, jetzt aber, dass wir hier mal vorankommen. Wenn das ein ernst gemeinter Test ist, ich meine, muss ich das vorstellen, irgendein Sicherheitssystem. Und auf einmal kommt, wie nennt sich das, Ping-Pong? Doch, Ping-Pong heißt das Spiel. Bei dem Spiel kann ich euch mal empfehlen, dass ihr mal bei YouTube eingebt, allererste Ping-Pong-Konsole, also wie man das, dieser Begriff genau ist, also allererstes Ping-Pong-Spiel, dass ihr euch mal anguckt, wie dieser PC aussah, worauf die Ping-Pong gespielt haben. Das war eigentlich mehr so, wie man es aus der Schule kennt, so ein Sinuswellengerät, wo man sich angucken kann, ihr gewinnt, was für Sinuswellen es gibt. Und das war eigentlich am Ende das Spiel. Menschliche Intelligenz festgestellt. Alles klar. Ich bin ein Mensch und intelligent, deswegen, ich laufe einfach weiter. Ich frage nicht nach. So, das hier sieht ja schon wieder so aus, als würde hier gleich eine Druckplatte kommen, aber ich werde sie nicht verhindern können. Also lösen wir sie aus, ganz brav. Das Gitter scheint unter Strom zu stehen. Es könnte gefährlich werden. Wir sollten verhindern, dass wir durch den Stromschlag umkommen. Wir werden wohl abwarten müssen, bis die Energie nachlässt, bevor wir drauftreten können. Frage ist, wann das auch immer sein soll. Wer ist jetzt dran? Velvet. Okay, warten. Combo. Ich denke, ihr habt verstanden, was mein Ziel ist. Dass ich immer drauf springe, anstatt irgendwas anderes zu machen. Und sie macht eh Fernkampfangriffe, also sollten wir so locker den Kampf überstehen. Combo! So, 40 Jahre und 3 Gold. Ja, wie kommen wir über das Gitter? Ach, ganz normal. Okay. Hier geht es nach rechts, aber nicht weiter. Oh, hier steht wieder ein Text. Es könnte Himmel oder Hölle sein. Willkommen im H. Hölle. So, die nächste Konsole. Sicherheitsanfrage für eingeschränkten Bereich 2 wird verifiziert. Turning-Test wird initialisiert. Jetzt bin ich gespannt, was jetzt kommt. Was? Oh mein Gott. Snake. Schade, dass es nur bis Stufe 8 geht. Also nur bis einer Länge von 10. Als schönes haben sie sich hier endlich tatsächlich mal was einfallen lassen, dass man auch wirklich dieses Retro-Feeling wie wieder in der 1 hat. Weil das hat ja in der 1 in der... Nicht in der 1, in der 2 bis jetzt so ein bisschen gefehlt. Ihr gewinnt. Menschliche Intelligenz festgestellt. Okay, was könnte als nächstes kommen? Tetris könnte noch kommen, aber Tetris wäre echt hart. Was noch? Was fällt mir noch ein?
So, hier werden wir auch drauf treten müssen. Klonk. Und wieder unter Strom stehend. Okay. Also wir machen das gleiche Spiel wie das letzte Mal. Machen die ganze Zeit Combo-Angriffe. Hier haben wir Fina gleich zum ersten Mal wieder zum Heilen benutzen müssen. Magie heilen. Auf Dickwahn. Wartet. Wartet. Macht jetzt. Okay, das war schlecht. Ist natürlich immer blöd, wenn ich dann anstatt mit Velvet mit Fina angreife, aber manchmal nicht zu verhindern. So, wenn Fina jetzt nochmal dran kommt, heilt sie wieder. Hauptsache. Ich kann mit Velvet angreifen, das ist wichtig. Sie kommt noch mal dran. Nein, sie kommt nicht dran. Oh, haben sie gemacht. Bei anderen Spielen konnte man im Active Time Battle dann noch mal nach der letzten Runde eine Heilung rausdrücken. Haben sie hier verhindert. Waren sie clever genug. So, jetzt Zugriffsanfrage für eingeschränkten Bereich 3 wird verifiziert. Turning Tests. Ah, das ist klar. Schießt er von alleine? Nein, er schießt nicht von alleine. Ihr verliert. Menschliche Intelligenz. Ja, okay. Gibt es hier noch eine Möglichkeit, schneller zu fahren? Nö. Also zuerst die untere Reihe wegschießen. Boah, das war knapp. Menschliche Intelligenz festgestellt. Bei dem Spiel weiß ich übrigens nicht, wie es heißt. Ja, ich weiß es tatsächlich nicht, dass ich versuche irgendwie drüber nachzudenken. Okay, ein großer Kampf. Magie, Schub, auf, Dickwahn. Fina, Magie, heilen, auf, Velvet. Zumindest kann mir jetzt nicht mehr passieren, dass ich nachts, dass ich im Dunkeln nichts mehr sehe. Wo wär's dran? Magie heilen auf Dickwahn. Jetzt kommt Velvet dran. Velvet tut auch nochmal Magie Schub auf sich selber drücken. Dickwahn greift einfach nur stumpf an. Heilen auf sich selber. Ja, so langsam habe ich rausgekriegt, wie ich die Kämpfe so mache, dass sie für mich kein Problem darstellen, wie ihr seht. Ohne, dass ich extrem viel Mana verschwende. Aber ich habe es auch über die Zeit langsam kennengelernt. So, Fina heilt nochmal, wenn sie drankommt. Ich glaube, sie kommt nicht nochmal dran. Auch einfach nur angreifen und scheiß drauf. Und Fina ist dran. Magie heilen auf Velvet. Ihr habt 90 Erfahrungspunkte bekommen. Und ja, so langsam. Also die Kämpfe machen mir persönlich auch Spaß. Also das würde ich jetzt nicht darstellen, dass sie keinen Spaß machen. Sie sind halt nur leider im Let's Play schwer zu
so unterhaltsam zu erklären. Zugriffsanfrage für eingeschränkten Bereich wird Bereich 4 wird verifiziert. Turning-Test initialisiert. Und Pac-Man. Ich wusste doch, dass Pac-Man auch noch dran kommt. Hab, 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 hoch, hab, 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 hab. Sind die gerespawnt? Habt ihr drauf geachtet? Ich hab nicht drauf geachtet, scheiße. Das hier einsammeln. Okay, jetzt muss ich bloß noch diese 5 Bubbel da kriegen irgendwie. 1, 2, 3 und jetzt noch die 2 und ihr gewinnt! Menschliche Intelligenz festgestellt. Nächste Tür geht auf. So, dann haben wir die ganzen Turning-Tests geschafft. Mal gucken, ob noch irgendwie ein Kampf kommt. Aber ich vermute, wenn wir da unten ein Speicherpunkt kommt, kommt der Kampf da unten. Und wir werden gleich wahrscheinlich erfahren, dass sie, das Fina, hier in dem Labor drinne war. Und dann wird dann so, oh was, ich kann mich gar nicht dran erinnern. Oh, du warst ja erst mit 3 Jahren hier. Untere Platte. Okay, sind wir jetzt die gleichen. Okay, kein schlimmer Kampf. Fina heilt einmal. Magie heilen auf sich selber. Während Velvet einmal wartet. Warten. Und dann machen wir einen Kombo-Angriff. Sie schießt einmal so. Jetzt sind wir wieder im richtigen Kampf so drin, dass das Ganze funktionieren wird später. Erstaunlich ist, dass Dickwan so schnell, okay, das war falsch, so schnell in den, Active Time Battle, so schnell da voranschreitet, dieser Balken unten rechts, dass, Dickwan der schnellste, was mich immer etwas verwundert. Jetzt auch nicht schlimm ist, nur verwunderlich ist. Na komm, mach Strom an. Ihr habt 50 Erfahrungspunkte bekommen und 3 Gold. Und die nächsten, war ja klar. Ich habe leider keine Ahnung mit wem. Nicht zusammen, alles klar. So, als nächstes heilt Fina, deswegen kommt dann automatisch schon die richtige Reihenfolge dran. Oder auch nicht. Nee, kommt sie nicht. Dann greifen wir einmal so an. So, Fina bitte heilen. Magie heilen auf Dickwagen. Und die hier unten ist ja frei, so. Jetzt haben wir es wieder falsch. Magie heilen, nicht heilen, verwirren. Och, kacke, eigentlich wollte ich heilen. Okay, warten. Jetzt ist Dickwand dran, warten wir, dass die Combo hochgeht. Na komm, da ist sie. Und ich greife natürlich wieder. Oh, jetzt mache ich es mir echt nicht leicht zu heilen. Auf, Velvet. Jetzt kommen erstmal alle wie andere wieder dran. So, jetzt der Kombo-Angriff auf Strom warten. 113, wow. So, sie greift normal an. Gibt gerade nichts zu heilen. Auf Kombo warten. Jetzt müssen wir, nächste Runde müssen wir da wieder heilen. Die heilen sich selber.
go. Magie, heilen, auf Dickwan. Combo. Magie, heilen, Velvet. Ich mitbekomme, dass sie gerade so viel Schaden irgendwie bekommen hat. Es war sogar so viel Schaden, dass es nicht ausgereicht hat, sie voll zu heilen. Erstaunlich. Und solange wie der Angriff da, dieser Sprungangriff läuft, ziehen die es auch durch, obwohl sie da zum Schluss nochmal einen Stromschlag kriegen. Also, so, jetzt geht's einmal hier oben lang und hier unten sind nur solche Dinger, da machen wir die alle kaputt. 2800 Gold, keiner weiß, was man damit machen kann. Und die Zeit vergeht, Krieg kommt immer näher, eine Lösung finden. Und der nächste Speicherpunkt. Sollte ich auch vorher benutzen. So, was ist das hier? Oh, was ein süßes kleines Vieh. Vielleicht sollten wir es freilassen. Ich glaube, das wäre keine so gute Idee. Sehe ich ähnlich. Flump. Und jetzt haben wir wahrscheinlich den Bosskampf. Was um alles in der Welt ist denn das ekliges Ding? Ist denn das eklige Ding hier. Sieht wie ein gigantisches, schleimiges Hirn aus. Das muss das Ergebnis eines gründlich fehlgeschlagenen Experimentes sein. Ich kann nur hoffen, dass das hier kein Horrorfilm ist, sonst wär's das mit uns. So was lebt immer nur der Held. Das ist die Frage. Ach du Scheiße. Wie es scheint, haben diese Metallkreaturen beschlossen, es zu beschützen. Ich hoffe, dass sie selber nicht auch noch angreift, sonst habe ich ein richtiges Problem. Angriff, ganz normal, einmal zuhauen, komm. Sophina fängt sofort an mit Heilen jetzt. Wir haben mit den anderen beiden arbeiten wir mit diesem Combo-Angriff. So, warten. Sophina ist dran, Magie, heilen, auf Dickwan. Sie wartet und da machen wir einen Combo-Angriff. Combo. Oh, Strom ist jetzt weg. Wunderschön. Magie, heilen, auf sich selber. Das wird echt hart, das Ding hier zu regeln. So, er greift mal selbstständig an, während sie Magie-Schub auf ihn haut. Da wünsche ich mir Glück, dass Velvet so lange überlebt. Hat lange genug überlebt. Heilen Velvet. Angriff. Und jetzt kriegt Velvet auch noch ihren Schub. Velvet. Das war schlecht. So, heilen auf sich selber. Kombo-Angriff. Kombo-Angriff. Und jetzt heilen auf Dickwan. Kombo-Angriff auf den dort. So, bis jetzt haben wir den Anfang ganz gut geregelt gekriegt. Hoffentlich bleibt der Rest auch so. Magie. Nein, sie macht mal nichts. Sie greift mal nur normal an. Dass wir hier mal ein bisschen Mana sparen. Kombo auf den. 118. Perfekt. So, jetzt haben wir bis noch den Boss.
der hoffentlich nichts weiter rufen wird. Velvet benutzt Magieschub auf Dickwan. Fina heilt sich selber zuerst. Ich glaube, der Kombo-Angriff ist stärker. So, heilen auf Dickwan. Jetzt benutzt Velvet benutzt jetzt Schub auf sich selber. So. Und jetzt müssen wir das so weit haben, dass wir wieder. Ja, perfekt. Kombo-Angriffe starten können. Während Fina nicht mehr genug. Mehr Magie zum. Nicht mehr genug Mana hat zum Heilen. Kombo-Angriff, go. Und dann haben wir es geschafft, so wie es aussieht. 170 Erfahrungspunkte und 7 Gold. Also das war auf jeden Fall ein Bossgegner, so viel steht fest. Ansonsten wäre davor kein Speicherpunkt gewesen. Und ich hoffe, dass sie danach auch einen eingeplant haben. Haben sie nicht, aber hier ist ein. Okay, erstmal lesen wir, was hier kommt. 16. Juli 1949. Subjekt X setzt sich effektiv zur Wehr, als ich erwartet hatte. Ihre Kräfte sind deutlich geschwächt und die so entzogene Energie wurde auf die Waffe übertragen. Ich werde meinen Griff lockern, damit ich sie befragen kann. Ende der Aufzeichnung. Okay. Ah, es geht von alleine weiter in der Story. Das ist also die Waffe, in Anführungsstriche. Energie, reine Energie, die Subjekt X entzogen wurde, wer immer das sein mag. Du selber. Kommst du aber später drauf. Wir konnten Professor Giro nicht finden. Fest steht, dass er kein besonders netter Zeitgenosse war. Warum würde er so etwas tun? Keine Ahnung. Vielleicht hatte er seine Gründe. Vielleicht wollte er etwas schützen oder jemanden. Jemand schützen? Ich weiß nicht, ob das solche Risiken rechtfertigen würde. Wenn man jemanden liebt, tut man alles, um ihn zu schützen. Und ihr, Fina, wen würdet ihr beschützen? Dickwan. Er hat mich von dem Moment an dem wir uns begegnen sind, vor allen möglichen Gefahren beschützt. Ja, ich hab's geschafft. Ich bin in ihr Herz gedrungen. Sie liebt mich. Wuhu! Warte, ich muss was trinken. Darauf erstmal einen kurzen, wenn sie mich liebt. Und deswegen ist es zwar nur Pixelbrei, der mich liebt, aber mich liebt jemand. Deswegen würde ich mich gerne revanchieren. Aber dazu müssten wir erst einmal in Gefahr schweben. Und so etwas sollte man besser. Sollte man sich besser nicht wünschen. Stimmt. Bei all den Reisen kreuz und quer durch die Zeitgeschichte fange ich langsam an, Ursachen und Wirkung durcheinander zu werfen. Die Welt früher war so viel simpler. Alles hatte einen Anfang und ein Ende. Was schon passiert war, ließ sich nicht mehr ändern. Man konnte die Dinge nur bereuen. Ich frage mich, was wohl passiert, wenn wir diese Waffe endlich zerstören. Was wird dann aus der Zukunft, die ihr gesehen habt? Aus all den Leuten, die dort leben? Besonders um Menos mache ich mir Sorgen. Es ist noch immer dort und steckt in einer Zeit fest, in die er nicht gehört. Was soll nun aus ihm werden? Menos, Prinz von Dämonia? Ich kann immer noch nicht ganz fassen, dass ihr ihm wirklich begegnet seid. Wisst ihr überhaupt, dass man ganze Bände verfasst hat, um sein Verschwinden zu erklären? Wie gerne hätte ich ihn kennengelernt. Und wie zerstören wir dieses Ding jetzt? Es muss doch einen Weg geben. Alle Mann, halt! Oh, die wieder. Wenn ihr dachtet, ihr wärt uns los, habt ihr euch gründlich getäuscht, denn wir sind die kaiserlichen Sondertruppen.
und die halbe Stunde ist rum. Mal gucken, wie lange ich den Dialog jetzt noch hochziehe. Gebt auf, ihr seid umzingelt. Und dieses Mal wirklich. Ihr müsst uns schon besiegen, wenn ihr weiter wenn ihr vorbeikommen wollt. Okay, wenn das jetzt zum Kampf wird, dann machen wir Folgendes. Wir machen einen Hardcut, das heißt für euch, ob wir jetzt gegen die kämpfen müssen und wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen, gebt das mir einen Daumen nach oben da, abonniert mich, gebt mir Feedback, ich freue mich über jeden Scheiß und sag wie immer zum Schluss, tschö mit Ö.